Willkommen zu Heiß aus Hollywood. Jennifer Lopez wurde in Marokko verklagt, nachdem sie ihren berühmten Sexy Body leicht bekleidet bei ihrem Auftritt auf einem internationalen Musikfestival gezeigt hatte. Die marokkanische Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung befand, ihr Auftritt sei eine Störung der öffentlichen Ordnung und beflecke Ehre und Respekt der Frauen. Keira Knightley ist im Mai erstmals Mutter geworden. Bisher hält sie jedoch sämtliche Details über ihren Nachwuchs geheim. Durchgesickert ist nun, dass es sich um eine kleine Tochter handelt. Wie sie heißt, ist allerdings noch unbekannt. Helen Mirren kann ihrer umfangreichen Sammlung eine weitere Trophäe hinzufügen. Sie erhielt den Tony Award für die beste weibliche Hauptrolle für ihr Porträt von Queen Elizabeth II. Im Stück The Audience. Überreicht wurde ihr der Preis von Bradley Cooper, der ebenfalls für einen Tony nominiert war, für seinen Auftritt in The Elephant Man. Leider ging er aber leer aus.